Zum neuen Jahr. Einfache Geschichte. Es war mal der Köbi, ein Bauernsohn, auf dem elterlichen Gehöft. Der Vater war leider schon lange gestorben. Und er hat eine Frau gesucht. Es hat drei Mädchen im Dorf, die gepasst hätten. Er war eine gute Partie. Der Hof schuldenfrei. Viele Subventionen drauf, fairer Milchpreis. Aber er hat nicht gewusst, welche von diesen Mädchen, dass er soll, zur zukünftigen Frau wählen. Da hat er sein Mütti gefragt. Das Mütti hat gesagt, Köbi, lass mir doch die Mädchen zur Vesperi. Und dann schaue ich sie mir einmal an. Der Köbi hat das gemacht. Die erste, die hat den Käse geschnitten und gefressen mit der Rinde. Da hat das Mütti gesagt, Köbi, nein, das wird nichts mit dieser Versift im ganzen Haushalt. Nein, nein. Dann hat er die zweite eingeladen. Die hat den Käse abgeschnitten. Rinder abgeschnitten. Zentimeter hat es noch Käse dran gehabt. Hat das Mütti wieder gesagt, nein, Köbi, das ist nichts mit der Verlumpisch. Dann ist die dritte gekommen. Die hat Rinder abgeschabt, wie man es macht. Dann hat das Mütti gesagt, Köbi, die musst du nehmen. Das ist die Richtung. Es ist eine lange und glückliche Ehe geworden. Danke, Mütti.